Haldor, geht es im Leben möglichst lustvoll und ohne Schwierigkeiten abzuleben oder gibt es aus deiner Sicht schon einen tieferen Sinn? Wir hätten es gern, dass es uns gut geht, dass wir nie Schwierigkeiten haben, dass alles so locker dahin geht, aber die Sache ist ja doch ein bisschen andere. Wir haben ja eher eine Buckelpiste vor uns in dieser polaren Welt. Das ist eine echte Buckelpiste, einmal oben, einmal unten. Im Sport erlebt man es besonders deutlich und im persönlichen Leben und weltweit. Es ist immer ein Wechselspiel da zwischen oben und unten. Also wir kommen mit dem allein oben und noch besser und noch mehr, das funktioniert nicht. Das ist in diesem Leben, in das wir eingebettet sind, nicht möglich. Wir brauchen die Herausforderung, wir müssen sie nehmen, wir müssen die Hindernisse, die Hürden nehmen. Es geht oft einmal ganz anders zu, wie wir wollen. Und in der Nachbetrachtung sind so Hürden ja oft einmal eine Lebensbereicherung auch, oder? Wenn man selber reflektiert. Weil jede Art von Können oder Kraft ja nur durch die Überwindung von Widerständen entsteht. Also mit nichts tun und mit faul sein, das verträgt unser Bewegungsapparat nicht, sondern er braucht Herausforderungen, er braucht Widerstände, die zu überwinden sind und die sind ja nicht immer angenehm. Baldur, du hast in den 70er Jahren schon von mentaler Fitness gesprochen, bist visionär und völlig neue Wege gegangen. Aber wie entsteht denn Neues? Das ist meines Erachtens eine Natur in uns, die einfach auf Fortschreiten, auf Entwicklung, auf Erweiterung ausgerichtet ist. Und wir werden gezwungen, mehr oder weniger von einer höheren Instanz, von einer höheren Geistigkeit, werden wir einfach in das Neue hineingezwungen. Weil sonst sind wir ein Hamsterradeln und das wäre Stillstand. Du zitierst gerne aus der Bergpredigt. Was ist da die Kernbotschaft? Eine der Kernbotschaften in der Bergpredigt ist für mich die goldene Regel. Und die sagt, alles nun, was dir die anderen tun sollen, alles nun, was ihr wollt, dass euch die anderen tun sollen, das tut ihnen zuerst. Das ist das Gesetz und die Propheten, so heißt es also dort. Und das heißt also so viel, dass wir, wenn wir in die Welt hineinschauen, generell in die Wirtschaft, in die Industrie, in die Gesellschaft insgesamt, passiert das Gegenteil. Das heißt, wir sind nicht darauf aus, uns zu fragen, beziehungsweise die Absicht zu haben, was kann ich investieren, wo kann ich helfen, sondern es ist vielmehr die Absicht da, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Einsatz viel kassieren. Und da heißt, ich muss zuerst muss ich was hergeben von mir und dann habe ich auch die Chance und die Möglichkeit, etwas zu bekommen. Also wenn du vom Leben etwas haben möchtest, das weiß der Sportler ganz genau, und da gibt es also dieses Prinzip der Überkompensation. Das heißt, bevor ich von diesem Niveau aufsteigen möchte und besser werden möchte, muss ich zuerst einmal absteigen. Ich muss in die Anstrengung, ich muss in die Ermüdung, bis an den Rand der Erschöpfung, und in der Pause gibt es dann eine Erhöhung, eine Zugabe. Das Leben schenkt uns das in der Stille, in der Regenerationsphase schenkt uns das Leben etwas dazu. Das heißt, das ist das Prinzip, der Grund, der Zauberschlüssel eigentlich. Ich muss zuerst was hergeben, dann kriege ich das. Wenn wir das begreifen würden, dann ging es uns allen besser. Wir transportieren das gerne weiter. Walter, unsere Umsetzungsräume sind ja vorrangig Gemeinden von der Initiative Bewusst gemeinsam leben. Haben kleine Gemeinden heute überhaupt noch Überlebenschance? Ich möchte ein Beispiel bringen. Peter Rosecker, steirische Mundart, Dichter, große, der hat sehr viel über die Landflucht geschrieben. Das heißt also, in unserer polaren Welt gibt es also die Hinbewegung und es wird eine Zeit kommen, wo es eine Stadtflucht geben wird. Das heißt, und gerade das Land und die kleine Einheit, nicht immer das Größere, noch größer und Sitius, Altius, Fortius, wie es im Sport heißt, sondern die kleine Einheit, dort liegt eigentlich der Schlüssel für jede Art von Erweiterung und Verbesserung. Wir agieren ja mit Bewusst gemeinsam leben als Verbinder, Verstärker. Warum ist es für die Menschen so schwierig,
etwas Größeres, Verbindendes zu sehen und auch danach zu leben? Wir wollen das nicht. Wir sind aufgrund unseres Strickmusters, unseres polaren Strickmusters, wir sind ja quasi so aus dem Paradies geflüchtet. Wir wollen ja selber unser eigenes Unternehmen aufbauen, unsere eigene Glückseligkeit und so weiter machen. Das heißt, wir sondern uns ab von dieser Einheit, von diesem himmlischen Wesenskern, der wir alle sind im Kern. Und das wollen wir alle, wir wollen das selber machen. Ich zuerst. Ich habe es geschafft. Und das ist eine ganz eigene Besonderheit, dass wir unseres Strickmusters, wie wir gestrickt sind, dass wir besonders sein wollen, dass wir individuell sein wollen, uns herausragen wollen, anderen überlegen sein wollen. Ich gewinne, du verlierst. Das sind unsere Grundmuster. Das ist natürlich kontra. Jeder Art von Zusammenleben und Miteinander ist das kontra gelebt, dagegen gelebt. Und das ist also unser, so sind wir einfach aufgebaut und wir haben unser Lebenssinn wäre ja eigentlich, dass wir aus diesem Gegeneinander herausfinden ins Miteinander, weil wir wissen, da geht es uns wirklich gut und nicht, wenn ich da als existierender, alleinstehender dastehe und so weiter, isoliert, eiskalt da und da habe ich die feindliche Umgebung um mich herum. Darum sagen wir auch Initiative bewusst gemeinsam leben. Jetzt haben wir in Österreich ja Gott sei Dank sehr viel äußeren Reichtum. Gibt es da sowas wie einen inneren Reichtum? Um das ging es ja eigentlich. Wir müssen zuerst einmal, das ist etwas so, wie wenn wir einen Ball oder einen Speer weit werfen möchten, dann muss ich in die Gegenrichtung ausholen, weit in die Gegenrichtung ausholen. Und dann kann ich dahin. Oder wenn ich jetzt Gesundheit wirklich erfahren möchte, dann muss ich zuerst einmal wirklich krank sein. Dann wird mir Gesundheit ein Thema. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Fangen wir nochmal an mit der Frage. Es gibt... Wir haben in unseren Breiten sehr viel äußeren Reichtum. Gibt es auch sowas wie einen inneren Reichtum? Das ist auch, dieser äußere Reichtum ist irgendwo so ein Ersatz für den inneren Reichtum. Aber wir müssen zuerst einmal den äußeren Reichtum haben, diese Erfahrung gemacht haben, dass der äußere Reichtum, was immer das ist, nicht glücklich macht und uns nicht die Erfüllung bringt, sondern das ist eigentlich dann, wenn man das alles hat, dass es dann was anderes noch gibt und das ist ein innerer Frieden, ein innerer Reichtum, eine innere Freiheit und die können wir nur irgendwo erfassen, beziehungsweise das können wir nur dann, auf das können wir dann draufkommen, wenn wir das Äußere gelebt haben, die Erfahrung gemacht haben, dass es das Außen, der äußere Reichtum, das Äußere mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist das nicht dies, das ist eine Luftblase, das ist eine heiße Luft, bringt es nicht. Und wenn wir dann auf dieser Unzufriedenheit, die daraus entsteht, einmal beginnen, uns in die Stille zu begeben, einmal am Anfang zu schweigen, einmal diese Gedankenhaufen in uns einmal zur Ruhe kommen lassen, dann merken wir, da entsteht eine Weite in uns, eine Größe in uns. Und da ist etwas da, was wir also außen nicht finden können. Aber wir brauchen offensichtlich zuerst einmal wir brauchen die Niederlage, wir brauchen den Misserfolg, wir brauchen den untersten Punkt, wo wir sagen, so geht es nicht weiter mit dem noch mehr, noch mehr, da funktioniert es nicht, es muss einen anderen Weg geben. Also diesen Umkehrpunkt brauche ich unbedingt. Der Leidensdruck ist quasi Leid, der Bote des Lichts, hat schon einmal Oskar Schellbach gemeint. Ja. Wie erreichen wir Menschen in Zeiten der Reizüberflutung, wo es immer dichter, immer mehr wird? Hast du da irgendeine Idee, wie man ganz wesentliche, essentielle Botschaften an die Menschen bringt? Wichtig, glaube ich, ist es, dass man den Menschen, die so unter Druck sind, die im Stress sind dauernd, die also irgendwo Burnout-Nähe haben,
ihnen die Möglichkeit nahezubringen, dass es etwas sowas gibt, das, wo es einem besser geht. Also die Möglichkeit aufzeigen. Und dann muss, glaube ich, der Leidensdruck und die entsprechende Lebenssituation eintreten, wo man sagt, naja, jetzt setze ich mich halt 5 Minuten hin, jeden Tag in der Früh und am Abend. Oder ich gehe in den Wald, in die Natur, suche mir die äußere Stille, die mir gleichzeitig auch eine innere Stille gibt. Also es braucht zuerst einmal den Impuls, dass es was anderes gibt, dass es ein wirkliches Glücklichsein und einen inneren Frieden gibt, weil wir haben ja in uns das Höchste, die göttliche Dimension in uns, wo alles eins ist, wo alles Frieden und Freude und Liebe und alles, was wir uns nur als Wunschziel äußern können, das haben wir ja in uns. Das ist ja alles da. Nur glauben wir, dass wir auf dem äußeren Weg mit dem mehr und mehr und mehr und mehr, dass wir dann dorthin kommen. Und diese Erfahrung, dass es so nach außen hin nicht geht, die Erfahrung braucht man. Und dann werden wir irgendwie, es gibt heute viele Methoden, ob das irgendwie eine Form des Yoga ist oder Meditation in jeder Form, nur den Atem beobachten. Es gibt viele, viele Formen im Osten und im Westen, wo man dann nicht unbedingt ein Mystiker werden muss, aber zumindest ist einer, der dieses Innere auch mit einbaut in das Äußere, sowohl als auch nach innen gehen, Kontakt mit dieser inneren Welt, die alles weiß und kann, aufnehmen und mit diesem Know-how quasi, mit dieser Ruhe, mit dieser Gelassenheit, mit dieser Stille, mit diesem Mitgefühl auch der Welt ganz anders begegnen. Was braucht ein Mensch, dass er von Angst mehr ins Vertrauen kommt? Wenn wir uns ein Dreieck, das auf der Spitze steht, vorstellen, und da können wir unten in der Enge, Angustus, lateinisch eng, da ist die Angst zu Hause. Es ist die Scheuklappen, die Scheuklappen leben nur das und nur das und nur das. Oben diese Öffnung ist das Offensein, das wäre die Liebe. Also es gibt eigentlich nur diese zwei Grundmotive, diese zwei Grundschwingungen in uns. Angst, Enge, begrenzt und offen und frei. Also das ist auch eine Sache der Übung, dass wir also die Welt, die uns so Schwierigkeiten macht und Probleme bringt, schon ernst zu nehmen, aber nicht zu ernst. Dass man sagt, ja, jetzt ist es einmal schwierig, dass man lernt hinzuschauen mit Geduld, mit einer Hingabe, das macht, was zu tun ist, nicht ausweicht, gegen nichts im Leben sein quasi. Und dann merkt man dann irgendwann einmal, hoppla, es kommt eine andere Ruhe in mir auf, es kommt etwas auf, was mich innerlich erfüllt, eine innere Freiheit, ein innerer Frieden. Kann man da auch sagen, dass dieses Annehmen der Ist-Situation, also der Realität, da hilfreich ist? Da hat es den großen spirituellen Lehrer gegeben, Jiddu Krishnamurti. Und der hat also 60 oder 70 Jahre gelehrt, also über diese Doppelnatur des Menschen. Das Ego, das oben, das unbedingt will, das Kopf-Ich mit seinem Verstand. Und das innere Höchste, göttliche, die göttliche Dimension. Und über diese Doppelnatur hat er jahrzehntelang, dreiviertel Jahrhundert gelehrt. Und am Ende seiner Vortragstätigkeit, er war viel in der Schweiz, gebürtiger Inder, in Amerika gelebt, und der hat dann gesagt, er wird am Ende seiner Tage wird er sein Lebensgeheimnis preisgeben. Und dann ist dieses zarte Männle noch immer in einer leuchtenden Gestalt, ist er aufgestanden und hat gesagt, mein Lebensgeheimnis ist gegen nichts im Leben sein. Das heißt, das Leben ist eine Schule. Und wie in einem Trainingsprozess, in einem sportlichen, ist jede Art von Herausforderung eine Übung, um geübt, beübt zu werden, trainiert zu werden. Der Widerstand muss überwunden werden und an diesen Widerständen wachsen wir. Also es ist nicht im Sport nur so, dass wir am Widerstand wachsen, sondern es ist jede kleine Herausforderung, unliebsame Begebenheit im Alltag, das, was ich nicht mag, was ich ablehne, ist genau das, was ich angehen soll. An dem wachse ich, an dem wäre ich stärker,
an dem kann ich meine innere geistige Offenheit entwickeln. Baldur, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, bitte.